willkommen zu einer neuen Ausgabe vom besten Panzerfahrer des Monats. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt mir so viele und wirklich erschreckend viele Replays zukommen lassen, dass ich im Grunde genommen jetzt mittlerweile wöchentlich den besten Panzerfahrer der Woche nominieren könnte. Und selbst dann wird das Videomaterial nicht auch nur ansatzweise von allen gesehen werden, was ich hier so sehe. Da kann man dann quasi jetzt zwei oder drei Matches in ein Video packen und ja, wird nicht mal ansatzweise das an Replays euch präsentieren können, was mir da so alles zukommt, und es ist tatsächlich erschreckend. Bevor ich allerdings nochmal auf das Thema eingehe, machen wir mit der üblichen Nominierung weiter, und da eben mittlerweile so viel Material an mich weitergegeben wird, und damit dürft ihr auch gerne weitermachen, habe ich für heute zwei Kandidaten, und ihr dürft dann selbst entscheiden, wer jetzt letztendlich wirklich der beste Panzerfahrer der Woche, des Monats, des Jahres, des Jahrzehnts gewesen ist. Wir sehen uns gleich nochmal im Hangar wieder. Jetzt erstmal viel Spaß beim Zuschauen. So, wir fangen mal mit dem kleineren von beiden an, wobei hier mit kleiner sicherlich nicht das Spielerlevel gemeint ist, denn beide Spieler sind relativ weit oben im Level. Maximal können wir 100 erreichen. Jeder, der gerade anfängt, startet mit 0 bzw. 1. Und diese Jungs sind schon eine ganze Zeit lang dabei. Und er hier zum Beispiel seit über einem Jahr. Und seine Leistung hat sich schlagartig vor circa ungefähr fünf Monaten gesteigert. Und jetzt geht's auch schon los. Ab jetzt beginnt das große Schlachten. Die Drei-Ohren-Peilung wird eingeschaltet. Hier ist natürlich eine Sichtlinie. Da braucht man das gar nicht schönreden. Da hätte jeder andere von uns vielleicht auch noch schnell genug reagiert und in die Richtung geschossen, zumal die Gegner genau aus dieser Richtung kommen. Aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich schimpf permanent über den ganzen Nebel und den ganzen Staub im Spiel. Er scheint offensichtlich keinerlei Nebel und Staub zu haben. Aber auch das könnte man ja eventuell über die Grafikeinstellungen kompensieren, wobei ich mir persönlich ziemlich sicher bin, Nebel und Staub kann man meines Wissens nach nicht ausschalten. Wer bis zu diesem Zeitpunkt immer noch am Zweifeln ist und meint, Implied labert wieder mal Scheiße und bildet sich alles nur ein, ich kann euch versprechen, die ganze Sache steigert sich gleich in einen schieren Wahnsinn. Denn wenn der Blutrauscheffekt erstmal einsetzt, dann konzentriert man sich nicht mehr auf seine Augen, dann konzentriert man sich nur noch auf seine Ohren. Und davon scheint er wenigstens drei zu besitzen. An mancher Stelle habe ich ja schon gedacht, ne, das ist ein ganzer Kopf voller Ohren. Anders kann ich mir das, was der hier jetzt gleich abziehen wird, überhaupt gar nicht mehr erklären. Warten wir einfach mal ab, bis jetzt einfach noch so ein paar nette Runden hier, die er gedreht hat, quasi auf der Stelle und im Kreis. Und jetzt wird's so langsam interessant. Ihr habt es gesehen, der zweite Abschuss, und auch hier kann man sagen, alter Schwede, ne? Wenn der nicht richtig gepeilt hat, ich weiß auch nicht, aber was sagt er denn zu dem Ding hier? Ne? Leider Gottes nur ein Crit, und das, wo wir doch die russische T-34 Wundermunition verwenden. Ja, auch solche Leute haben hin und wieder mal Pech, was mich persönlich natürlich freut. Allerdings kann er hier an dieser Stelle natürlich sofort konternd quasi den Ausgleich schaffen. Für den ersten versauten Schuss können wir jetzt hier einen sauberen hinterher setzen. Und auch an dieser Stelle ganz unglücklich getroffen. Er hat unserem kleinen Puma-Kollegen hier lediglich das Kanonenrohr kaputt geschossen und hat sich jetzt ebenfalls eine eingefangen. Hier jetzt einmal ganz kurz für euch zwischendurch das Spielerlevel. Ihr seht das knapp über Stufe 70, und wir sind jetzt schon bei 4 Kills. Interessant ist auch, wenn er sich mal einen einfängt, so richtig kaputt gehen tut er nicht. Aber gut. Dieses Glück hat halt der eine oder andere T-34-Fahrer. Ich finde ganz besonders interessant die Kombination aus T-34 und Drei-Ohren-Peilung. Macht einen dann ja schon zu einer ziemlich mächtigen Waffe im Spiel. Und auch diesen Kollegen ganz souverän jetzt mal eben rausgenommen. Wir gucken oben mal eben auf die Uhr. 4:24, und wir sind ungefähr bei Minute 1:30 eingestiegen. Das heißt, in circa 3 Minuten 6 Kills, alle 30 Sekunden ein Kill. Das hatten wir jetzt schon in einem der vergangenen Videos. Da war allerdings mehr Sichtlinie vorhanden, und jeder oder viele von euch hatten eine Erklärung dafür, dass der so wunderbar abgeschnitten hat. Hier an dieser Stelle nicht ganz so oft eine Sichtlinie, aber wie gesagt, wir haben ja einen ganzen Kopf voller Ohren. Ich glaube, ich sollte mal so ein Thumbnail machen, nur einen Kopf und dann mit 820 Ohren dran. Und auch diesen Kumpel hier,
werden wir ganz souverän mal eben ein Licht ausknipsen für die Leute, die immer wieder so ein bisschen die Minimap im Auge halten. Ja, natürlich, die sind alle irgendwann mal irgendwo auffällig geworden, hat irgendwann mal einer mit einem MG drauf geschossen, was weiß ich nicht alles. Sicherlich, es gibt für alles eine Erklärung. Und ich kann euch auch eines versprechen, ihr Lieben da draußen. Der Klapperstorch bringt wirklich die kleinen Babys. Das ist nicht das, was die euch in der Schule im Biologieunterricht erzählen. Und ganz nebenbei, diese ganzen Gummitüten, ja, das sind tatsächlich Bananentransportbeutel. Lasst euch von eurer Lehrerin nichts anderes erzählen. So, wir bleiben jetzt hier bei den knallharten Fakten. Wir glauben ja nicht an Märchen und wir glauben auch nicht an Wunder und gucken einfach mal, was der Kandidat jetzt als nächstes macht. Nachdem er ganz souverän den Park aufgeräumt hat, hat er sich überlegt, ich könnte nochmal vielleicht in die andere Richtung fahren. Und ja, visiert jetzt hier auch schon das nächste Ziel an. Das nächste Ziel, das da hinten irgendwo hinter der Hausecke, hinter dem Baum, hinter der alten Oma mit der Zeitung und dem Gehwagen, also dem Rollator, ganz vorsichtig am Vorbeifahren ist. Er schleicht sich an. Mich wundert es, dass er an dieser Stelle jetzt nicht einfach auf Schleichfahrt umschaltet, quasi Elektromotoren einschaltet, damit der Gegner ihn auch ja nicht kommen hört. Er schleicht sich weiter sehr, sehr souverän an und vergisst dabei auch alles, was in seinem Rücken passieren könnte, denn aus der Richtung kommt normalerweise ja eigentlich der böse Feind. Er scheint auch hier sich komplett auf seine Ohren zu verlassen und weiß einfach, dass aus der anderen Richtung nichts kommt. Wir konzentrieren uns jetzt weiter hier auf das böse Moped, das sich da vorne durch den Park verziehen möchte, packen ihn uns von hinten und, naja, wir brauchen dafür nicht mal mehr in die Visieransicht gehen, knipsen ihm einfach mal so mit einem Wisch aus dem Handgelenk das Licht aus. Ich bin nach wie vor zutiefst beeindruckt von den Fähigkeiten dieses Mannes. Und auch hier sehen wir das, er erkennt die Feinde schnell genug, nur leider Gottes hat er auch Teamkameraden, die hin und wieder noch auf den einen oder anderen schießen und dann kommt er selbst nicht zum Zug. Er könnte also statt 8 Kills höchstwahrscheinlich hier an dieser Stelle schon 10 Kills haben. Ihm sei es gegönnt, er hat schließlich Leistung erbracht. Wir gucken jetzt einfach mal, wie es weitergeht und wundern uns, dass er da vorne immer wieder mit dem Fernglas in eine Richtung guckt, wo für uns überhaupt gar keine Plakette ersichtlich ist. Ne? Ihr könnt gerne nochmal zurückspulen. Ich kann euch erklären, woran das liegt. Das Spotting-System auch in den Replays, ja, arbeitet ganz zuverlässig. Das heißt also, wenn er auf 1000 oder 1500 Meter keine Plaketten angezeigt bekommt, weil die Sichtlinien hier einfach bei ihm so geskillt sind, dann sehen wir auch im Replay keinerlei Plaketten. Die Frage ist natürlich, warum konzentriert er sich da vorne auf die Stuck, die jetzt um die Ecke kommt und eben noch gar nicht zu sehen gewesen ist. Ja, das ist das Ding mit den Plaketten. Es gibt Leute, deren Ohren besser funktionieren als die Plakettenanzeigen hier im Spiel. Ich bin nach wie vor zutiefst beeindruckt von der Soundkarte, die er wahrscheinlich verbaut hat. Für die Leute, die jetzt immer noch nicht kapiert haben, worum es hier geht, das hier ist ein RB-Match und die Plaketten, die wir hier angezeigt bekommen, kann man einschalten, wenn man sich so ein Replay anguckt. Einfach um so ein bisschen zu verstehen, was geht da eigentlich ab. Ich könnte euch das alles natürlich auch komplett ohne Plaketten zeigen. Ist überhaupt gar kein Problem. Nur dann würden viele von euch gar nicht mitbekommen, was hier gerade abgeht. So, wir suchen uns jetzt das nächste Ziel und fahren auch ganz souverän wieder auf den nächsten Gegner zu, der sich da hinten so ein bisschen hinter dem Maschendrahtzaun versteckt. Leider Gottes jetzt keine Schusslinie. Wir müssen also hier nochmal unser Fahrzeug umpositionieren und legen jetzt an. Zum Glück kann man durch die eine oder andere Hausmauer hier durchschießen. Und nun versuchen wir ihm da auch ganz souverän das Licht auszuknipsen. Wird der Sack sich doch bloß nicht bewegen, wäre diese ganze Thematik viel einfacher. Auf der anderen Seite 10 Kills. Ich meine, damit kann man eigentlich schon zufrieden sein. Für mich wäre das die Ausbeute einer ganzen Woche War Thunder spielen. Er macht das hier mal gerade eben in einem Gefecht. Und da kann ich nur sagen, Chapeau, ich ziehe meinen Hut vor dir, beziehungsweise falte meinen Zylinder zusammen. Mir entgleisen hier quasi die Gesichtszüge und das hat ja irgendwo auch was mit Falten zu tun. So, ich habe mir jetzt gedacht, alles was er jetzt macht, ist ganz logisch und ganz klar Arschlochverhalten. Jetzt fangen wir auch noch an, den Spawn zu campen. Aber erstmal warten wir ab, dass da noch einer um die Ecke kommt. Dem knipsen wir auch eben das Licht aus. Alter, es hat nicht sofort funktioniert. Was ist denn das für eine scheiß Munition im T-34? Müssen wir tatsächlich noch einen zweiten Schuss verwenden, um diese blöde Stuck rauszunehmen. So, jetzt weiter in den heißt das Cap? Ne, in den Spawn und dann können wir vielleicht nochmal 3, 4 oder 5 Kills machen und alles was jetzt kommt, hat mich total überrascht. Das hier ist ein ehrlicher Spieler, ein Mann mit Ehre, ein Mann, ja, wie gemacht für die Medal of Honor. Der fährt hier nicht in den Spawn und versucht weiter Leute zu klatschen,
unfair zu spielen. Nein, er macht das richtig elegant und nett. Könnt ihr jetzt gleich sehen, sobald wir das hier mit dem Gepard hinter uns gebracht haben. Er fährt wieder weg. Ja, ich war total überrascht. Ich habe wirklich damit gerechnet, dass er sich jetzt hier irgendwo um die Ecke hinstellt und versucht tatsächlich ein nach dem anderen hinterrücks Platz zu machen. Ich meine, das wäre ja wirklich unfair, wenn man sich da irgendwo auf eine Ecke stellt und womöglich in den Rücken der dort Spawnenden schießt. Aber ein Mann mit Skill und Ehre macht sowas natürlich nicht. Ergo, wir gucken jetzt noch mal einmal ganz kurz, wo wir die Art hinlegen können. Haben wir gemacht. Und jetzt müssen wir uns um neue Projekte kümmern. Welche Projekte wären das wohl? Könnte es eventuell irgendwo noch einen Feind geben, der sich nicht gerade hier im Bereich des Spawns aufhält? Eventuell jemand, der irgendwo auf der Karte unterwegs ist. Und siehe da, da hinten die rote Plakette. Wir können es gerade eben noch sehen. Für die, die farbenblind sind, da ist wirklich eine rote Plakette. Wir bewegen uns jetzt erstmal in die Richtung. Das Fernglas hat uns ja jetzt ungefähr gezeigt, wo wir hin müssen. Und auch hier muss ich wieder sagen, entweder wenigstens 28 Soundkarten im Rechner verbaut, nämlich für jedes Ohr eines. So viele scheint er offensichtlich zu haben. Oder eben ein Meister seines Faches. Das Fahrzeug bewegt sich jetzt und hier an dieser Stelle wird es jetzt so ein bisschen lustig. Naja, wir fahren ringelrein und alle im Kreis. So, wir bewegen uns jetzt ganz schnell Richtung Park, denn wenn ihr das da auf der Minimap richtig beobachtet, dann blinkt da gerade was. Ja, dann ist da auch gerade irgendwas gestorben. Nichtsdestotrotz, unser Held macht sich weiter auf den Weg, fährt in die Richtung und checkt erstmal die Lage. Wenn der Rest meines Teams schon die ganze Situation nicht unter Kontrolle hat, dann wenigstens ich. Es wird weiterhin schön im Kreis geguckt, wo mag er denn wohl sein, den ich da gerade blitzen und blinken sehen habe. Aber so richtig zu finden ist er nicht. Hier hilft jetzt nur noch eins, unser Drei-Ohren-Duel. Wir müssen jetzt einfach nochmal wieder unsere Ohren spitzen und gucken, wo der Kumpel ist. Und da ist er. Ja, fahren wir doch mal direkt drauf zu und bolzen den weg. Eins, zwei, drei, oh, Sackkasse. Tja, nichtsdestotrotz, ich muss es hier nochmal sagen, das auf der anderen Seite ist ein Flak-Fahrzeug. Und Flak-Fahrzeuge machen naturgemäß so viel Krach, dass man sie über die ganze Karte hören kann. Das ist also kein Wunder gewesen, dass er hier punktgenau auf unseren Gegner zugefahren ist, um ihn dann letztendlich zu vernichten. Lediglich die Gebäudeplanungsagentur der Stadt Köln hat ihm hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Vielleicht kann man im Nachhinein den Kartendesigner nochmal dafür verklagen, dass er hier unnütze Häuser in den Weg gestellt hat. Ansonsten hätte unser Protagonist hier seinen 13. Abschuss machen können. Wobei, ich bin ja ganz froh, dass es bis jetzt nicht zu 13 gekommen ist. Ihr seht das, da oben rennen die Tickets runter und 13 ist ja nun wirklich keine Glückszahl. Ergo, müssen wir gucken, ob wir das Ding hier nicht anders gewuppt bekommen. Entweder vielleicht 14 Abschüsse in diesem Match oder wir lassen den Jungen einfach leben. Aber irgendwie kann ich mir auch nicht vorstellen, dass dieser Heinz hier, ist es überhaupt ein Heinz? Vielleicht ist es auch ein Ivan. Dass dieser Ivan hier abergläubisch ist. Ja, jetzt sieht es so aus, als wenn sich die Flak wieder entfernt, aber tatsächlich hat sie sich da hinten in der Ecke versteckt und jetzt, komm, kill ihn, mach ihn platt. Nein, Flak hat zuerst geschossen und jetzt haben wir erstmal einen kritischen Schaden bei uns im Panzer, der allerdings immer noch nicht zerstört worden ist und lediglich das Ende des Matches bewahrt unser Flak-Fahrzeug davor, zerstört zu werden. Ich denke, das ist schon mal ein Kandidat für definitiv den ersten Platz. Allerdings können wir das nochmal toppen, nämlich mit diesem Kandidaten hier. Und da achtet bitte mal eben auf die Zeit da oben, ja. Ihr seht das, ich spule so ein bisschen vor. Das liegt daran, dass der Kandidat, auf den wir warten, noch überhaupt gar nicht da ist. Ja, hier dieser Typ, der jetzt hier mit seinem Moped durch die Gegend brettert und so wunderschön hinten das griechische Schild draufgepackt hat, der ist überhaupt gar nicht der Kandidat, der nominiert worden ist. Nominiert worden ist jemand, der noch gar nicht da ist. Der kommt auch erstmal nicht. Der lässt sich Zeit. Der weiß genau, dass er der King im Ring ist. Und wenn er dann seinen großen Auftritt hat, dann macht er das. Auch nach 2 Minuten ist unser Überkumpel immer noch nicht da. Und ich habe das extra jetzt mal drin gelassen, damit ihr das seht. Selbst wenn man zu spät kommt, kann man immer noch der King im Ring sein. Das hier ist jetzt unser Kandidat, auf den wir allerdings immer noch ein paar Sekunden warten müssen. Ich kann es euch gleich sagen, der kommt nicht so schnell um die Ecke.
Ihr wisst ja, das ist wie mit schönen Frauen abends und Partys, ja? Die richtig hübschen, die kommen als allerletztes. Dann geht die Musik aus und alle Köpfe fliegen einmal rum und sehen dann, wie die Blondine in ihrem knappen Mini ganz langsam die Treppe herunterschwänzelt. Er macht es ähnlich. Vielleicht ist es sogar so eine Blondine mit einem knappen kurzen Mini, die es einfach gewohnt ist, dass der ganze Laden auf sie wartet. Und wenn sie dann kommen, dann machen sie die Show. Und genau das macht unser Kollege jetzt nach circa 3 Minuten. Die Saaltüren schwingen auf, die Musik geht aus und dort schwänzelt er in seinem tarnfarbenen Minikleidchen ganz langsam die Gangway zum Schlachtfeld herunter. Wir lassen noch einmal in Zeitlupe die Haare von links nach rechts durch die Luft fliegen und stürzen uns jetzt ins Getümmel. Die Musik geht wieder an und jetzt zeigt unser Mann, was er kann. Volles Fund voraus, Attacke! Und auch hier, ich sage es gleich dazu, haben wir keinen Low-Level-Spieler, da haben wir einen Pro. Und ja, leider Gottes, habt ihr gleich seinen ersten Kill gemacht. Mal ebenso aus dem Handgelenk, während der Panzer sich in der Luft befunden hat. Ne? Ihr habt es gesehen, er ist über den Felsen gesprungen, hat er dann mal eben ganz kurz zack, bumm gemacht. Leider Gottes hat der andere auch zack, bumm gemacht. Der wollte nämlich spawncampen und hat darauf gewartet, dass unsere Blondine hier die Treppe runterschwänzelt. Leider Gottes hat er nicht damit gerechnet, dass unsere Blondine tatsächlich was auf dem Kasten hat. So, unsere kleine Muckimaus macht jetzt weiter und sucht sich das nächste Ziel. Ich habe es da mal mit der Maus markiert, da hat sich tatsächlich einer versteckt, den wir jetzt auch so ein bisschen sehen können. Flakfahrzeug, Hullbreak, zack, bumm, klick, Licht aus. Die Alte hat echt Feuer im Hintern, muss man mal ganz ehrlich sagen. Da kommt jeder normale Mann ins Schwitzen, wenn er auf das Hinterteil gucken muss und das ein ganzes Gefecht über. So, wir gucken jetzt einfach mal, was sich weiter ergibt. Diese typischen durchgeknallten Powerblondinen nehmen ja mit, was geht. Und auch er macht es nicht anders, hat jetzt hier schon seinen dritten Kill gemacht. Ich finde es immer wieder extrem spannend und amüsant, wie schnell diese Leute in nur wenigen Sekunden mehr Kills machen, als ich in eine ganze Woche. Gut, dass ich nicht einer der großen Lichter hier in diesem Spiel bin, weiß ich mittlerweile selbst. Aber das jetzt hier, achtet mal drauf. Klick, Licht aus. Ha, 4 Fahrzeuge abgeschossen in knapp 1,5 Minuten. Das ist ein 15-Sekunden-Rekord. Den muss erstmal einer toppen. Ne? So, da haben wir das nächste Fahrzeug. Ballern wir auch nochmal eben ganz kurz rein und sagen Hallo. Und dann ist auch da nichts mehr mit Strom in der Hütte. Da ist auch das Licht aus. Und nun geht's weiter. Mal gucken, was sich so als nächstes anbietet. Kehr, da bewegt sich doch was durch die Wand. Ja, müssen wir einfach mal drauf schießen und schon haben wir Kill Nummer 6. Kill Nummer 6 nach 1 Minute und 30 Sekunden. Halleluja, da wird mir ganz schwindelig. Und da haben wir Kill Nummer 7. Meine Fresse, wenn das jetzt hier, das erinnert mich, ich muss ganz ehrlich sagen, das erinnert mich damals an das Spiel Deutschland-Brasilien, wo es nur so Tore gehagelt hat, ja. Die Deutschen hatten Ballbesitz und haben den dann auch schon im gegnerischen Tor versenkt. Er macht's ähnlich. Zack, bumm, klick, Licht aus. Einen nach dem anderen. Dass er den jetzt so unglücklich getroffen hat, ist fast schon ein Witz. Denn der fühlte sich dadurch genötigt, einfach mal zurückzuschießen. Ich weiß gar nicht, wie die Leute darauf kommen, auf solche Pros dann auch noch zu schießen. Das muss man doch irgendwie anerkennen, dass wir Leute haben mit solcher spielerischen Leistung. Und davon haben wir immer mehr im Spiel. Da muss man doch einfach ehrfürchtig sagen, Alter, du bist einfach besser. Ich schieße nicht auf dich. Mach mich platt, komm. Ne? Wirst du es sowieso wahrscheinlich im Laufe des Matches irgendwann mehrmals tun. Wir fahren jetzt erstmal mit was Kleinerem, so einem Einsteiger-Heittier-Moped durch die Gegend und gucken, was geht. Allerdings, und wir achten jetzt hier einfach mal auf die gekappten Zonen, hat unser lieber Kumpel hier oder unsere sexy Blondine noch nicht so richtig geschnallt, dass der Gegner alle 3 Zonen im Besitz hat. Und dementsprechend muss man ja leider Gottes vor allen Dingen auf dieser Karte damit rechnen, dass man abgeschossen wird, weil die schon rundherum stehen und dann einfach mal das Feuer eröffnen. Allerdings, ich kenne es noch aus meiner Jugendzeit, wenn wirklich mal so eine klasse Überbraut mit Mega XXL Oberweite in den Seil reingestiefelt ist, haben auf einmal auch alle Jungs angefangen, nur noch auf diese eine zu schießen. Ich meine, ne? Ist eigentlich ganz normal. Wer will da nicht einfach mal mitmachen und so ein bisschen daten? So, unser Kumpel hat jetzt geschnallt, Alter, hier ist gefährlich, ich muss jetzt so ein bisschen vorsichtig sein und hat dann da auch den nächsten Gegner schon erspäht. Und jetzt macht er etwas, da habe ich gar nicht mit gerechnet, der fährt in Deckung, ja.
Ne? Auch das kann er. Er kann nicht nur aggressiv, aktiv nach vorne, er kann auch passiv von hinten. Passiv von hinten, gut, kommt immer darauf an, was man damit erreichen will. Bei dem einen oder anderen reicht es nicht aus für ein glückliches Ende, aber passiv von hinten kann auch mal ganz schön sein. So, er behält den Kumpel da hinten weiterhin im Auge und versucht ihn tatsächlich auch wegzuknipsen. Allerdings hat der mitbekommen, dass Blondinchen hier vorne hinterm Stein parkt. Und so muss man jetzt auf den richtigen Moment warten, um aus der Deckung zu fahren. Und kann dann immer noch sagen, hey, Süßer, ich knipse jetzt das Licht aus. Das Licht, wie gesagt, jetzt ausgeknipst. Und was haben wir hier? 8 Abschüsse. Allerdings geht jetzt so langsam unser Kill-Sekunden-Verhältnis so ein bisschen in den Keller. Mir tut es für ihn ja fast schon so ein bisschen leid. Von den 15 Sekunden sind wir jetzt weg. Trotz alledem nach wie vor rekordverdächtiges Spielergebnis. Und das im absoluten High-Tier-Bereich. So, da legen wir gleich die 9 hinterher. Ich finde, das war jetzt nicht besonders spektakulär. Auch den hätte ich mit 28 Ohren auf dem Kopf ohne weiteres weggeknipst. Der Kollege wollte jetzt nicht sofort platzen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, vor allen Dingen, wenn man so viele Gegner hat, dass man gar nicht weiß, wann man auf welchen schießen soll. Er hat jetzt hier echt Stress. Und für mich persönlich, ich finde das traurig, dass ein so guter Spieler so dermaßen unter Druck gesetzt werden muss, dass er im Grunde genommen schon gar nicht mehr weiß, wann er wen, wo, wie bekämpfen soll. Viel interessanter wird natürlich jetzt das, was er gleich macht. Da habe ich zum Beispiel wieder überhaupt nicht mit gerechnet. Warten wir es doch einfach mal ab. Die Spannung steigt, die Musik nimmt eine dramatische Wendung. Unser Fahrzeug knallt wie wild nach hinten. Und wer jetzt überlegt, was könnte das gewesen sein? Raketen. Raketen von bösen Flugzeugen. Gut, in der Zwischenzeit werden wir uns reparieren. Können wir da hinten nochmal eben die Flak mit einem Halbbreak rausnehmen? Muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, wie doof muss ein Flakfahrer eigentlich sein, dass er zum Spawn-Camping rüber in den gegnerischen Spawn fährt? So, kommen wir doch nochmal zurück auf unser Flugzeug mit den Raketen, ne? Das war das Flugzeug mit den Raketen. Was für ein Glück, dass wir eine so wunderbare Flugabwehrkanone mit auf unserem Fahrzeug montiert haben. Da muss man da nur noch einmal ganz kurz in das anfliegende Flugzeug reinhalten und dann zerlegt sich das schon in 1000 kleine Einzelteile. So, jetzt sollte so langsam aber sicher mal die Kette repariert sein. Warten wir noch ein Minütchen oder Sekündchen und gucken mal, wie es weitergeht. Ich kann euch sagen, dieses Match hat noch das eine oder andere Highlight bereit, von dem oder über das von uns bisher noch keiner nachgedacht hat. Der kann das nämlich auch mit ganz anderen Mopeds. So, jetzt erstmal hier wieder Angebot, Klick, Licht aus, funktioniert nicht. Der Typ explodiert nicht nach dem ersten Treffer. Gleichzeitig hat der Typ mit einem Geschoss unseren Kollegen rausgenommen. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass hin und wieder auch andere Leute mit ihren Panzern betreffen und dann auch noch einen One-Shoot machen. Aber gut, so ist das nun mal. Ich habe gedacht, an dieser Stelle ist jetzt Ende, aber nichts Ende Gelände. Ihr seht das, Stufe 45, der setzt sich jetzt in ein Flugzeug. Ne? Und mit diesem Flugzeug fliegen wir mal eben Richtung Feind. Und jetzt achtet bitte auf die Entfernung, auf die er seine Raketen auslöst. Wir reden hier von 2 Kilometern ungelenkte Raketen, die jetzt einschlagen und da unten ein Flakfahrzeug zerstören. Halleluja! Auf 2 Kilometern Entfernung ungelenkte Raketen in einer B-47 in ein Flakfahrzeug reingemöppelt, das dann auch sofort instant explodiert. Ich treffe nicht mal aus 200 Meter Entfernung mit meinen ungelenkten Raketen irgendwelche Panzer am Boden. So, und jetzt Verzweiflung? Nein. Sherman und zack, bumm, Kill. 12 Kills, ein Flugzeug. Ich werde wahnsinnig. Der Mann, der hat echt Nerven. Und wenn die Munition von unserem Sherman jetzt ein bisschen besser wäre, hätte er da jetzt auch noch den zweiten Halbtierpanzer mit diesem Moped rausgenommen. Ja, wir sind jetzt ganz knapp an der 3000er Marke und ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass es Leute gibt, die rumheulen und sagen, in diesen Events 2000 Punkte zu erreichen, ist so gut wie unmöglich. Natürlich ist das möglich. Schaut euch doch einfach mal die Jungs an, die tatsächlich was auf dem Kasten haben. So wie dieser Kollege hier. Ja, wir sehen uns jetzt gleich im Hangar wieder. Ich kann nur sagen, Chapeau, Hut ab. Die Blondine, die hat echt Feuer im Hintern.